Die Trainer links Köln Stefan Engels, rechts Ottmar Hitzfeld. Und passend zum Spielniveau 0:0 Gesichter zur Pause. Und ausgerechnet ein ehemaliger Kölner erlöste dann den deutschen Meister. Nach einer Stunde Jürgen Kohler mit dem Führungstreffer. Das Ganze nach einem Eckball und auch der zweite Treffer resultierte aus einer Standardsituation. Vorausgegangen ein Einwurf und der zeitweise ausgemusterte Kapitän Michael Zorc meldet eindrucksvoll Stammspieleransprüche an. Auch der zweite Treffer unhaltbar für Kölns Torhüter Bodo Ilkle. Eine insgesamt glückliche Führung zu diesem Zeitpunkt, die Kölner mit den besseren Möglichkeiten. Borussia Dortmund aber mit den Toren Heiko Herrlich zum 3:0 Endstand. Der 1. FC Köln zählt damit jetzt endgültig zum engeren Kreis der Abschießkandidaten. Anders dagegen der BVB. Wenig spektakulär, aber effektiv. Nach dem Spiel gegen Bukarest gewinnen die Dortmunder zum zweiten Mal innerhalb von 4 Tagen ein wichtiges Heimspiel.